Wir kommen da nie wieder lebendig raus. Ist alles aus. Alles. Wir müssen einfach abwarten. Aber der Chef glaubt doch selber nicht mehr dran. Was ist denn, wenn er sich umbringt? Was ist denn da mit uns? Der Günsch hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen Fluchtweg unter den russischen Linien durch zu den Amis. Warum hast du denn gesagt, dass du unbedingt bei ihm bleiben möchtest? Weiß ich nicht. Ehrlich. Ob man noch mal Brötchen kaufen kann? Ich meine, mein Bäcker, wie früher. Das hat aufgehört. Komm, wir machen einen Spaziergang. Kinder, ich muss auch mal wieder rauchen. Geh bald wieder runter. Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopper, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss.